Ich habe mal wieder Schleifpapier gekauft, nichts Besonderes soweit, aber ich möchte trotzdem mal das als Anlass nehmen, um ein Video zum Thema Schleifpapier zu machen. Das hier ist herkömmliches Schleifpapier, kein Gitter. Denn mittlerweile sieht man von allen Herstellern, dass es Schleifgitter gibt. Festool hat was im Programm, Klingspor, Bosch, natürlich Mirka, die haben es ja erfunden. Und ich möchte in diesem Video einfach mal auf die Unterschiede zwischen herkömmlichem Schleifpapier und dem Schleifgitter eingehen. Ich werde euch die Vor- und Nachteile mal erklären und wo ich welches Schleifmittel einsetze, denn ich verwende beide. Ich möchte aber dazu noch ein bisschen weiter ausholen, ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen, denn ich verwende schon sehr lange Schleifgitter, bevor die wirklich von allen anderen Herstellern auch produziert wurden. Als Apranet neu rauskam von Mirka, da habe ich direkt Apranet ausprobiert, war auch sehr angetan davon. Habe es viele Jahre lang benutzt, vor allem auch hier, als ich noch Kurse gemacht habe, hier in meiner Werkstatt. Da hatte ich nämlich sehr viele verschiedene Schleifmaschinen von verschiedenen Herstellern. Und die wurden immer mit Apranet bestückt. Das hat es mir erleichtert hier im Kursbetrieb, denn ich musste nicht verschiedene Schleifmittel mit unterschiedlichen Lochungen für die unterschiedlichen Maschinen hier vorhalten. Ich habe das alles über Apranet gemacht. Seit ich jetzt keine Kurse mehr mache, habe ich nur noch wenige Schleifmaschinen. Das heißt, ich habe ja im Prinzip pro Größe des Schleifpapiers nur eine Lochung in der Werkstatt. Und seither verwende ich auch wieder mehr Schleifpapier. Das hat gute Gründe. Vorweg, das Apranet oder andere Schleifgitter, ich habe auch andere getestet, ist wirklich gut. Die Standzeit ist super, es hat Vorteile, aber dazu später mehr. Aber auch das herkömmliche Schleifpapier ist mittlerweile wirklich besser geworden als früher. Die Standzeiten sind teilweise ähnlich, vor allem wenn ihr sehr hochwertiges Papier kauft. Dann unterscheidet sich beides auch nicht mehr preislich, das gibt sich nichts mehr. Die Schleifgitter sind teuer, hochwertiges Schleifpapier ist auch teuer. Hält aber dafür lange und ihr habt tolle Ergebnisse. Und mir sind die Ergebnisse wichtig und genau deswegen verwende ich mittlerweile beides, teilweise auf den gleichen Maschinen. Ich gehe das mal mit euch Stück für Stück durch. Zunächst einmal, wie funktionieren diese Schleifgitter und worauf muss man achten? Schleifgitter, der Name sagt schon, haben keinen durchgehenden Träger, kein Papier, sondern es ist ein Gitter und diese einzelnen Fäden, wenn man das mal so nennen darf, die sind mit Schleifmitteln bestückt. Auf der Rückseite gibt es einen Klettbelag und genau der ist das Problem oftmals, denn diese Schleifgitter haben einen langen Klettbelag. Es gibt unterschiedliche Klettbeläge. Es gibt lange und kurze und hier habt ihr wie gesagt die langen, weil die kurzen auf den Gittern nicht funktionieren. Habt ihr jetzt einen Teller, der für kurze Klettbeläge ausgelegt ist, dann habt ihr keine gute Haftung hier. Ich zeige euch das mal bei dem Schleifer hier, da ist das nämlich noch extremer. Die Haftung ist wirklich sehr schlecht. Deswegen gibt es dann diese Schutzauflagen, diese Zwischenpads, die kommen hier drauf. Und das ist im Prinzip ein Adapter zwischen einem kurzen und einem langen Klettbelag. Ihr habt hier die kurze Seite, die kommt auf den Teller. Und dann habt ihr hier jetzt einen langen Klettbelag, der diese Gitter sicher hält. Das ist viel fester. Ein weiterer Vorteil dieser Schutzauflagen ist, dass eure Originalteller wesentlich länger halten. Denn ihr habt ja hier ein Gitter und da kommt es immer mal wieder vor, dass auch abrasive Körner auf der Rückseite sind und die machen euch auf Dauer den Teller kaputt. Der große Nachteil ist aber jetzt, dass diese Schutzauflagen relativ weich sind. Also ihr habt beispielsweise einen harten Schleifteller, macht eine Schutzauflage drauf und schon habt ihr einen weichen Schleifteller. Und genau das ist der Grund, warum ich auf meinen Schleifmaschinen nicht nur Gitter einsetze, sondern auch herkömmliches Papier. Denn hier und da ist einfach ein harter Schleifteller, so wie er hier montiert ist, die bessere Wahl. Vor allem, wenn ihr mit Massivholz arbeitet. Richtig zum Tragen kommt das bei weichen Hölzern oder besser gesagt bei Hölzern, bei denen ein sehr großer Härteunterschied zwischen Früh- und Spätholz da ist. Typisches Beispiel sind Nadelhölzer. Vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr Nadelholz schleift
und habt einen weichen Schleifteller, dann schleifen sich diese hellen Bereiche hier schneller raus als die dunklen, harten Bereiche. Und die Maserung zeichnet sich richtig als Relief ab. Das möchte man in der Regel nicht haben. Und da hilft eben ein harter Schleifteller. Wenn ihr damit ein solches Holz schleift, dann drückt sich eben dieser Schleifteller nicht in diese Unebenheiten nochmal zusätzlich rein und verstärkt den Effekt. Ihr bekommt damit also eine planere Oberfläche. Ich habe euch auch mal ein Video verlinkt zum Thema Nadelholz richtig schleifen. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also vor allem beim Massivholzschliff ist ein harter Schleifteller wirklich zu empfehlen. In dem Moment, wo ihr aber mit Netzschleifmittel und diesem Zwischenpad der Schutzauflage arbeitet, habt ihr keinen harten Schleifteller mehr. Noch extremer wird das beim Schleifen von Kanten. Wenn ihr also einen solchen kleinen Schwingschleifer benutzt und schleift dann eine Kante und übt zu viel Druck aus, dann drückt sich hier diese weiche Fläche regelrecht um die Kante herum. Eure Kante wird nicht mehr ganz genau gerade, sondern leicht verrundet. Wenn ihr dann mit der Maschine auch noch ein bisschen kippelt, dann habt ihr die ganze Kante verschliffen. Auch das ist eine Anwendung, wo ich kein Netzschleifmittel mehr verwende, sondern die Schutzauflage runternehme und ein herkömmliches Schleifpapier drauf mache. Idealerweise auch mit einem kurzflorigen Klett. Umso härter wird das Ganze. Aber das ist abhängig von der Maschine, aber die meisten Maschinenhersteller verwenden mittlerweile diese kurzflorigen Klettbeläge, sodass diese Schleiffläche wirklich möglichst hart ist. Schleifgitter haben einen großen Vorteil, was die Absaugung angeht, denn es wird ja überall abgesaugt und deswegen haben auch die Teller für diese Schleifgitter ganz viele Löcher. Die Absaugung ist also hier wirklich sehr gut. Durch die verbesserte Absaugung ist auch die Standzeit etwas besser. Aber moderne Schleifpapiere haben mittlerweile auch viele Löcher. Dadurch geht natürlich Schleiffläche verloren, also weniger Körner sind da, die die Arbeit machen. Aber die Absaugung ist zum Beispiel bei diesen Scheiben hier genauso gut wie beim Gitter. Also da merke ich jetzt hier bei meinen Maschinen keinen Unterschied. Es mag Unterschiede geben. Das kommt auch auf die Maschine an und wie gut der Schleifteller und die gesamte Absaugung der Maschine gemacht ist. Habt ihr aber ein gutes Absaugsystem, dann werdet ihr kaum einen Unterschied hier in der Absaugleistung zwischen Papier und Gitter feststellen. Es gibt auch ein Video, da habe ich einen Versuch gemacht, wie sich unterschiedliche Schleifmittel auf die Vibrationen bei zwei verschiedenen Schleifern auswirken. Das verlinke ich euch auch mal. Auch das solltet ihr euch mal anschauen, denn je nachdem, wie die Maschine vom Hersteller ausgelegt ist, kann es sein, dass sie mit dem einen oder mit dem anderen Schleifmittel stärker vibriert. Das fand ich sehr interessant und deswegen verwende ich hier auf dieser Maschine eher selten Schleifgitter, weil die mit Schleifpapier einfach ruhiger läuft. Das Schleifgitter hat noch einen entscheidenden Nachteil, zumindest viele von diesen Schleifgittern. Die Ränder reißen gerne ein. Ihr müsst also unheimlich aufpassen, wenn ihr beispielsweise genutete Werkstücke schleift und mit der Kante des Schleiftellers und des Schleifpapiers an diese Nut kommt. Was dann gerne mal passiert ist, dass das Papier entweder einreißt oder sich so übereinander faltet. Und das wiederum wirkt sich negativ auf das Schleifbild aus. Also da müsst ihr einfach aufpassen, da sind die Schleifgitter etwas empfindlicher, vor allem wenn ihr relativ dünne Schleifgitter habt. Und je feiner die Körnung wird, desto dünner wird das Gitter in der Regel. Also da müsst ihr einfach aufpassen. Es gibt für solche Fälle oder für richtig harten Abtrag so ein Zwischending. Das kenne ich jetzt nur von Mirka, das Apranet HD. Das ist vereinfacht gesagt ein Schleifgitter, das man auf einen Papierträger wieder aufgebracht hat. Dadurch wird das Schleifmittel wesentlich stabiler, vor allem im Kantenbereich. Es reißt also nicht mehr so schnell ein. Das könnt ihr nehmen, wenn richtig dicke Lackschichten runter müssen oder wenn es einfach grob zur Sache gehen soll. Gibt es auch, glaube ich, nur bis Körnung 120. Ich habe gesagt, wenn ich einen harten Schleifteller brauche, beim Kantenschleifen oder beim Bearbeiten von Massivholz, dann nehme ich kein Gitter, weil ja eben die Schutzauflage aus dem harten Schleifteller einen weichen macht. Es gibt aber viele Anwendungen, da ist dieser weiche Schleifteller von Vorteil. Beispielsweise, wenn ihr beim Furnier einen Feinschliff macht oder Lackzwischenschliffe macht.
Dann wiederum nehme ich sehr gerne das Gitter, weil vor allem bei Lackzwischenschliffen die Absaugung wirklich richtig gut funktioniert, in dem Gitter diese feinen Lackstäube recht gut gebunden werden und dann auch abgesaugt werden. Also bei Lackzwischenschliffen oder auch teilweise bei Ölzwischenschliffen, wenn ich schichtbildende Öle auftrage, nehme ich das, in meinem Fall hier das Apranet, und mache damit den Zwischenschliff. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn ihr furnierte Werkstücke schleift, da ist auch der weiche Teller wieder von Vorteil. Denn wenn ihr Furnier schleift, habt vielleicht ein relativ grobes Schleifmittel sogar drauf und verkantet mit der Maschine etwas, dann gibt natürlich dieser harte Schleifteller nicht nach und ihr schleift euch schnell mal eine Vertiefung rein. Und bei furnierten Werkstücken, furnierten Oberflächen ist das blöd, denn Vertiefung reinschleifen heißt auch, die Furnierschicht ist weg, ihr schleift schnell mal durch. Habt ihr einen weichen Schleifteller oder eben die Schutzauflage drauf? Ich mache das jetzt mal hier auf die Schnelle. Also harter Schleifteller, Schutzauflage drauf. Da müsst ihr natürlich auf die Lochung achten, dass so viele Löcher wie möglich abgesaugt werden. Normales Schleifpapier drauf. Und wenn ihr jetzt etwas verkantet, gebt erst einmal die Schutzauflage nach. Ihr schleift nicht so schnell Dellen rein und schleift auch nicht so schnell durch. Also hier, das Ganze sollte natürlich jetzt so aussehen. Das war natürlich Quatsch mit dem Schleifpapier. Dann kann man ja das Gitter nehmen. Also so gibt das Ganze nach. Und für den Lackzwischenschliff und Furnierschliff ist dann dieser weiche Teller wirklich gut. Also im Prinzip bräuchtet ihr, wenn ihr beide Arten Schleifmittel verwendet, nur einen harten Teller und die Schutzauflage. Ihr könntet euch also im Prinzip den weichen Teller sparen. Das müsst ihr aber selbst entscheiden. Für viele Maschinen gibt es ja überhaupt auch keine unterschiedlich harten Teller. Ihr könnt also aus dem Standardteller, der bei manchen Maschinen drauf ist, einen noch weicheren Teller machen. Und da habt ihr jetzt schon wieder das nächste Problem. Für viele günstige Maschinen gibt es halt eben keinen harten Schleifteller. Und wenn ihr einen weichen Schleifteller habt und da nochmal die Schutzauflage draufpackt und dann Nadelholz schleift, dann habt ihr wirklich diese Berg- und Taloberfläche. Also ich kann euch nur empfehlen, überlegt genau, wo ihr welches Schleifmittel am besten einsetzt. Jedes Schleifmittel, egal ob Netz oder Schleifmittel auf Papierträger, hat seine Vor- und Nachteile. Die gilt es abzuwägen. Und in meinem Fall ist es so, dass ich sehr viel Wert auf das Endergebnis lege. Das heißt, mir ist wichtig, dass meine Kanten nicht verschliffen werden. Mir ist wichtig, dass beim Nadelholz diese Unterschiede nicht rauskommen. Das habt ihr auch bei Leimholz beispielsweise. Und deswegen verwende ich beide Varianten, auch wenn das von den Anschaffungskosten erstmal teurer ist. Schleifpapier hat kein Ablaufdatum, das heißt, es wird nicht schlecht. Wenn ihr also jetzt euch überlegt, vielleicht beides zu benutzen, dann legt euch beides hin und verwendet beides je nach Anwendung. Das ist, wie ich finde, der beste Weg, mit diesen beiden Schleifmitteln umzugehen. Ihr bekommt diese Schleifmittel ja nicht nur in den Großpackungen, sondern auch in kleinen Packungen. Ihr müsst also nicht direkt 50 oder 100 Schleifscheiben und 100 Schleifgitter kaufen, sondern ihr könnt ja auch kleinere Mengen kaufen, je nachdem, was ihr von welchen Schleifmitteln so verbrauchen wollt oder was ihr meistens macht. Das wäre also mein Tipp zum Thema Schleifmittel, Schleifgitter oder Schleifscheiben. Es gibt übrigens auch für Bandschleifer dieses Apranet. Da habe ich auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die Absaugung wird dadurch nicht besser, aber die Standzeit ist wesentlich besser als bei einem Schleifmittel auf Papierträger. Das soll es zu diesem Thema erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Werkstatt und habt einen schönen Tag.